Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen, natürlich auch meine Herren. Und ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen. Chefin, na klar, Frauen gehen in Führung. Ein Kongress, der zurückgeht auf ein Gespräch, welches wir im Landesvorstand der Frauenunion Baden-Württemberg vor, einem sehr guten halben Jahr miteinander hatten. Und ich bin sehr dankbar Ihnen allen, dass Sie heute Vormittag hierher nach Stuttgart gekommen sind. Ich möchte mich herzlich bedanken und auch Sie gleichzeitig auch begrüßen bei der intensiven und, wie ich finde, auch ganz tollen Vorbereitung dieser Veranstaltung mit Impulsreferaten, hochkarätig besetzten Diskussionsforen und spannenden Themen. Ich muss sagen, ich habe bei der Vorbereitung immer mehr Lust und Freude auf diese Veranstaltung auch bekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken und begrüßen die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende und Landesvorsitzende der Frauenunion, parlamentarische Staatssekretärin Annette Wittmann-Nautz. Herzlichen Dank. Wir wollen ganz genau den Versuch unternehmen, zu erspüren, was bewegt insbesondere Frauen? Was sind die Themen für Frauen? Ist es so, dass wir in der Vergangenheit vielleicht in dem einen oder anderen Punkt aneinander vorbei geredet haben mit dem, was wir als Angebot vielleicht gut gemeint erarbeitet haben? Und deswegen wollen wir das Jahr 2012 auch zum Jahr der Frau in der CDU Baden-Württemberg machen. Und den Auftakt hierzu soll dieser gesellschaftspolitische Kongress bieten. Und ich möchte noch einmal sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Kongress auch so hochkarätig besetzen konnten. Und ich freue mich auf die Diskussionen, die wir an diesem Vormittag und in den Mittag hinein miteinander haben werden. Bei dem Thema Frauen in Führungspositionen ist der Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland nicht befriedigend. Unser Land hatte in seiner Geschichte noch nie so viele gut ausgebildete Frauen, hervorragend ausgebildete Frauen und noch nie so viel diesbezüglich selbstbewusste Frauen. Inzwischen sind mehr als 50% der Hochschulabsolventen weiblich. Bei den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen sind es sogar mehr als 60%. Und die Examensnoten der Damen sind häufig besser als die der Männer. Gleichwohl bei den Spitzenpositionen sind die Frauen kaum vertreten. Der Anteil der Top-Managerinnen bei großen Unternehmen mit mehr als 20 Millionen Umsatz beträgt lediglich 5,9% und war zwischenzeitlich sogar rückläufig. Bei Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Umsatz liegt der Anteil der Frauen im Top-Management bei 3,5%. Bei Aktiengesellschaften mit Notierung in einem der DAX-Indizes sogar nur bei 3,2. Die baden-württembergischen Unternehmen bilden hier leider keine Ausnahme. Sie bestätigen die Regel. Bei der Daimler Aktiengesellschaft, nicht weit entfernt von hier, war bis zum vergangenen Jahr keine einzige Frau im Vorstand oder im Aufsichtsrat vertreten. Nicht eine einzige. Bei Heidelzement, bei Heidelberg Zement oder bei SAP Waldorf ist das heute noch so. Sehr geehrte Damen und meine Herren, Frauen nicht zu fördern, ist volkswirtschaftlicher Unsinn. Ich möchte das Thema einmal ganz klar angehen. Wir haben ein grundsätzliches, auch volkswirtschaftliches Interesse daran, ganz nüchtern gesprochen, dass Akademikerinnen, die mit erheblichen finanziellen Mitteln ja eine Ausbildung bekommen haben, eine Karriere ermöglicht wird, die dem ganzen Potenzial entspricht. Auch die aktuelle Diskussion um den Mangel an hochqualifizierten Fachkräften, die wir ja allenthalben führen, unterstreicht das. Doch nicht nur volkswirtschaftliche, auch betriebswirtschaftliche Gründe sprechen nach meiner Auffassung dafür, mehr Frauen in die Führungsetagen zu holen. Eine ausgewogene Geschlechterverteilung auf allen Ebenen ist nach einer Reihe von Untersuchungen auch für die Unternehmensbilanz förderlich.
Langfristig, finde ich, kann es sich gar kein Unternehmen mehr erlauben, diese weiblichen Ressourcen und Potenziale brachliegen zu lassen. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Entscheidung, wohin eine Familie zieht, ja, auch die Entscheidung, welches Auto in der Familie gekauft wird, wird von Frauen getroffen. Und deswegen rate ich auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen dazu, dass Frauen in Führungspositionen es stärker bekommen. Die Frage kann also eigentlich gar nicht mehr sein, ob Frauen verstärkt in Führungspositionen kommen sollten, sondern die Frage kann eigentlich nur sein, wie wir das hinbekommen. Weshalb gelingt Frauen der Schritt aus dem Mittleren in das Top-Management nur allzu selten? Wie können wir gleiche Chancen für die Frauen schaffen? Trotz zahlreicher Versprechungen ist es in dieser Frage in der Vergangenheit leider nur zu langsam vorangegangen. Sicherlich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass sich inzwischen einige Unternehmen freiwillig verpflichtet haben, den Anteil weiblicher Führungskräfte in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen. Aber wie lange setzen wir schon auf das Prinzip der Freiwilligkeit? Werden diese Initiativen in absehbarer Zeit auch tatsächlich zu dem gewünschten Erfolg führen? Oder bedarf es in dieser Frage nicht doch eines stärkeren politischen Drucks? Brauchen wir eine Quote? Ich erwarte die Positionen der Podiumsteilnehmer heute in dieser Frage mit einer besonderen Spannung und sage deutlich: Legen Sie uns schlüssige Argumente gegen die Quote vor. Wir werden langsam ungeduldig. Und wir sollten auch darüber nachdenken, ob die Politik nicht mit gutem Beispiel vorangehen und eine entsprechende Regelung für den öffentlichen Dienst etwa schaffen sollte. Denn auch dort ist die Situation weitgehend unbefriedigend. Der Blick in unsere Landesministerien zeigt, dass etwa nur zwei von 10 Ministerialdirektoren weiblich sind und 6 von 58 Abteilungsleitern Frauen sind. 6 von 58. Und die CDU-Landtagsfraktion hat ja auch eine entsprechende Anfrage bei diesem Thema gemacht. Und ich finde einfach, der öffentliche Dienst hat zumindest eine Vorbildfunktion in diesem Bereich. Die Diskussion um Frauen in Führungspositionen müssen wir als CDU Baden-Württemberg aber nicht allein mit Blick auf die Wirtschaft, auch nicht mit Blick auf möglicherweise vertane Chancen der neuen Landesregierung nehmen, sondern wir müssen die Debatte schon auch mit Blick auf unsere eigene Partei führen. Beim Top-Management sind wir in der CDU schon heute ganz gut. Dabei denke ich nicht nur an unsere Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich denke auch daran, dass es sich bei 5 von 10 Mitgliedern des Bundeskabinetts, die der Union angehören, um Frauen handelt. Unsere Probleme liegen jedenfalls nach meiner Auffassung eher im mittleren Management. Hier hat die Union Nachholbedarf. Wir müssen uns als CDU Baden-Württemberg fragen, mit welchen Maßnahmen wir den Anteil von Frauen etwa in der Landesgruppe im Deutschen Bundestag, aber auch in der CDU-Landtagsfraktion erhöhen können. Brauchen auch wir die Quote, um durch eine stärkere Präsenz von Frauen in unseren Vorständen ihre Macht auf ein Mandat letztlich zu erhöhen? Im Zusammenhang mit dem Thema Frauen in Führungspositionen lässt eine Zahl, finde ich, besonders aufhorchen. Nur 1/3 der Frauen in Führungspositionen haben Kinder. Heißt das für Frauen im Gegensatz zu Männern, Karriere geht nur bei Verzicht auf Kinder? Beruf und Familie ist für viele Frauen inzwischen eine gelebte Realität. Karriere und Familie bleibt aber in Deutschland immer noch die Ausnahme. Als entscheidendes Karrierehindernis für Frauen gilt immer noch die Doppelbelastung von Familie und Beruf. Wenn man den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung liest, dann kommt man immer wieder auf diese Doppelbelastung zurück. Mag es sich dabei um die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, geht gar nicht.
Mag es sich um die Frage einer existenzsichernden Altersversorgung für Frauen, da wollen wir etwas ändern, oder eben um das Thema Frauen in Führungspositionen handeln. Ein zentraler Punkt ist immer die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit verbunden die Schaffung ausreichender Betreuungsmöglichkeiten für kleine und schulpflichtige Kinder. Ich bin, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor kurzem von einem Journalisten gefragt worden, ob mir nach einem Jahr Grün-Rot an der Arbeit der neuen Landesregierung auch etwas lobenswert erschiene. Ich habe, wie es sich für den Vorsitzenden einer Oppositionspartei gehört, lange nachdenken müssen, aber schließlich ist mir doch ein Punkt eingefallen. Beim Krippengipfel unter Leitung von Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen ist 2007 vereinbart worden, bis zum Jahr 2013 für jedes dritte Kleinkind unter 3 Jahren einen Krippenplatz einzurichten. Für Baden-Württemberg bedeutete dies Ende des vergangenen Jahres, dass noch rund 30.000 zusätzliche Plätze fehlen. Das bisherige Tempo beim Ausbau wird aber nicht ausreichen, um das vereinbarte Ziel zu erreichen. Aus diesem Grunde ist es gut und richtig, dass die neue Landesregierung in diesem Bereich noch einmal massiv investiert, auch wenn wir über die Aufbringung der Mittel durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer anderer Auffassung waren und sind. Im Zusammenhang mit der Schaffung eines ausreichenden Betreuungsangebots muss uns im Übrigen auch eine andere Statistik aufhorchen lassen. Betrachtet man die Teilzeitquoten von erwerbstätigen Müttern nach Alter des jüngsten Kindes, so zeigt sich, dass diese Quoten mit zunehmendem Alter des Kindes nicht kontinuierlich zurückgehen, sondern bis zum Grundschulalter ansteigen. Für Mütter, deren jüngstes Kind sich im Grundschulalter befindet, sind sie sogar am höchsten. Dies bedeutet darauf hin, dass verlässliche Nachmittagsangebote gerade für Kinder im Grundschulalter nach wie vor nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Der Blick in die Statistik bestätigt das. In Baden-Württemberg waren im Schuljahr 2010-2011 lediglich knapp 13% der Grundschulen Ganztagesschulen. Die Diskussion über den erforderlichen Ausbau der Kleinkindbetreuung hat meines Erachtens in den letzten Jahren aus dem Blickfeld geraten lassen, dass wir auch im Bereich der Ganztagsschule und hier insbesondere im Grundschulbereich noch ganz erheblichen Nachholbedarf haben. Um nicht missverstanden zu werden, als CDU in Baden-Württemberg wollen wir die Familien nicht auf ein bestimmtes Verhalten festlegen. Es geht schon um die Wahlfreiheit. Aber Wahlfreiheit bedeutet schon, dass es auch ein Angebot geben muss. Wenn das Angebot nicht vorhanden ist, dann können sich die Familien und in erster Linie von der Wahlfreiheit nichts kaufen. Wenn wir den Grundsatz der Wahlfreiheit ernst nehmen, dann macht es auch keinen Sinn, dass wir im Bereich der Kleinkindbetreuung ein bedarfsdeckendes Betreuungsangebot schaffen, zugleich aber das Angebot an Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich weit dahinter zurückbleibt. Mit dem einen Fuß aufs Gaspedal und mit dem anderen Fuß auf die Bremse. Spätestens im schulpflichtigen Alter entsteht eine Betreuungslücke, ein Flaschenhals, die die Erfolge des Ausbaus der Kleinkindbetreuung dann wiederum ein Stück weit zunichte machen. Wenn wir im Bereich der Grundschulen ein vergleichbares Betreuungsangebot schaffen wollen wie im Bereich der Kleinkindbetreuung, dann müssen wir in Baden-Württemberg an über 1000 Schulen ein entsprechendes Angebot aufbauen. Von diesem Ziel sind wir weit, sehr weit entfernt. Denn im Schuljahr 2010-2011 verfügten nur knapp 300 Grundschulen in Baden-Württemberg über ein entsprechendes Ganztagesangebot. Deshalb möchte ich die grün-rote Landesregierung einladen, mit der CDU Baden-Württemberg gemeinsam einen Pakt für den Ausbau der Ganztagesschulen zu schließen. 6 Jahre nach der Entwicklung der ersten Ganztagesschulkonzeption sollten wir gemeinsam den aktuellen Bedarf ermitteln
die erforderlichen Mittel für den beschleunigten Ausbau bereitstellen und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, um diesen beschleunigten Ausbau im Landeshaushalt gegenzufinanzieren. Denn eines ist auch klar, der Ausbau der Ganztagesschule darf gerade mit dem Blick auf die Zukunft unserer Kinder nicht über neue Schulden finanziert werden. Meine sehr verehrten Damen und meine Herren, ich will es bei diesen einleitenden Ausführungen belassen. Wenn ich auf die Liste unserer heutigen Referentinnen und Referenten schaue, dann sind unsere Podien für eine Diskussion zum Thema Frauen in Führungspositionen ideal besetzt. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, haben ganz unterschiedliche biografische, berufliche, persönliche Hintergründe und sie sind vor allem in der großen Mehrzahl Frauen. Ich freue mich deswegen auf spannende Diskussionen und auf gute Ergebnisse und auf kräftige Impulse, die von diesem Kongress ausgehen mögen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.